Moin, willkommen zu einem Gaming-Video hier auf unserem Kanal. Heute der zweite Teil von Train Simulator 2021, Gotthard-Strecke. Ja, wir fahren heute wieder den zweiten Teil. Wir sind ja das letzte Mal bis Göschenen gekommen. Ja, ab heute wird es interessant. Heute fahren wir ja durch den Gotthardtunnel Richtung Süden. Also wir fahren jetzt von Göschenen und die Endstation wird Faido sein. Ja, viel Spaß damit und Like und Abo nicht vergessen. Ja, und dann gehen wir rein in die Masse. So Leute, jetzt sind wir im Spiel drin. Wir sind vom Tunneleingang. Seht ihr da hinten im Tunneleingang? Fahren wir gleich rein. Ja, da ist unsere zweiteilige Garnitur, die wir heute nach Fuido fahren werden. Ja, zuerst muss ich ja natürlich für den Führerstand hier reingehen. Ach ja, das Problem haben wir gelöst mit diesen 38 km/h die ganze Zeit zu fahren. Dieser Hebel hier, einfach nach vorne. Und dann, also wir hatten eine, wie nennt man das nochmal so genau? Schleichfahrt, sowas in der Art drin. So, ja. Jetzt mache ich erstmal hier Führerstand. Also der zweite Teil wird jetzt auf jeden Fall schneller gehen. Und wir werden übrigens auch im Gotthardtunnelfahrt so ein bisschen kürzen, sonst wird das ein bisschen langweilig. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass der Tunnel jetzt so kurz ist, sondern wir haben ein bisschen was rausgeschnitten. Okay, jetzt gehe ich schon wieder auf Entdeckungstour. Ne, das brauche ich jetzt nicht. So. Dann muss ich Licht gucken. Falsch, falsch, richtig. Richtig, ja. So. Dann mal gucken, die Rückspiegel müssen wir anklappen. Sind eingeklappt. So, dann müssen wir jetzt erstmal die Fahrgäste reinladen. Gehen erstmal die Türen auf. So, wir wollen losfahren hier. Türen sind geschlossen jetzt. So, dann kann man doch jetzt los, ne, Michi? Ja, jetzt können wir losfahren, ja. So, jetzt geht's nach Faido. Und der Gotthard, Nordportal sozusagen. Jetzt geht's dann. Jetzt fahren wir Richtung italienische Schweiz. Das wird eine lange Fahrt, Leute, durch den Tunnel. Wo die Eisenbahner hier schon eigentlich schon bereits Italienisch sprechen. Also mit dem Basistunnel sogar schon auf Erstfeld. Wird bereits schon Italienisch gesprochen bei der Eisenbahn. So. Oh, 120 können wir ab hier fahren. Ja, wirklich schnell. Ja. Dass wir schnell durch sind. Wir sind schon in der Hexkurve drin. Jetzt kommt der Tunnelausgang. Jetzt geht's aus dem Gotthardtunnel wieder raus. Ja, jetzt müssen wir die Augen zukneifen. Jetzt kommt die südliche Sonne. Und gleich sind wir im Bahnhof von Airolo. Wunderschön. Das Bergdorf. So, wir rollen jetzt ganz langsam in den Bahnhof rein. Lassen uns nicht hetzen. Da steht eine Bahngarnitur abgestellt.
So, Airolo. Der erste Ort im Süden. So. Haben wir doch gut eingeparkt hier. Ja. Also was heißt eingeparkt, angehalten? Ne, diese Trittstufen da auch. Ja, die werden ausgefahren. Wenn wir uns mal das Innere von dem Zug anschauen. Oh ja, wenn wir jetzt, jetzt können wir schon losfahren, ne? Ja, da halten wir nicht lange. Wir sind ja ein Regionalzug, also quasi so eine Art S-Bahn fürs Gebirge. Hier in diesem Fall fahren wir ja mit dem Flirt, mit dem Rabe 523. Richtiger Regionalzug. Ups. Gute Kameraposition. Wirklich gute Kameraposition. So, da ist er schon. Rauscht gleich an uns vorbei. So, jetzt geht's dann weiter. So, jetzt geht es natürlich bergab. Jetzt geht es natürlich ständig bergab bis Berlin-Zona. So weit fahren wir aber heute noch nicht. Heute geht es erstmal nach Faido. Auch schöne Brückenkonstruktion. Und ihr merkt auch, gute Geschwindigkeit. Ja, das ist schon realistischer. Letztes Mal sind wir ja hochgekrochen. Den Gotthard. Ah, das war nicht so schnell. Das war 2 km/h. Mal sehen, ob wir da kommen. Ja, da sind wir doch mal gekommen. Mal sehen, wann die ersten Gegenzüge kommen. Also normalerweise ist auf der richtigen Strecke um einiges mehr los. Gut, das ist jetzt eher realistisch, weil jetzt, wo der Basistunnel eröffnet worden ist, ist natürlich auf der Bergstrecke um einiges weniger los. Es ist wahrscheinlich jetzt sogar realistisch, jetzt das Fahraufkommen. Aber früher war hier wirklich was los. Das sind 60er, 70er, 80er Jahren sind sie hier Schlange gestanden, dass sie über den Berg fahren konnten, die Züge. Ja. Naja, vielleicht ist die Schlange gestanden. Ja, vorausfahren, da hat den Zug, der hinter ihm kommt, immer wieder ausgebremst. Weil die Abstände fast schon zu gering waren. Wunderschönes Wetter. Wolkenlos, sind eigentlich schon fast zu schön. Aber so sieht man die Berge am besten. Amri Piotta, sagen wir gleich. Amri Piotta ist die nächste Station. Also, Ich glaube, da halten wir sogar kurz an. nee, müssen wir nicht anhalten. Okay, da fahren wir durch. Amri Piotta. Das sind so kleine Stationen. Da hält der Regionalzug nicht überall, aber fast überall. Daneben ist die Kantonstraße. Können wir mal kurz das Fenster aufmachen? Also die frische Bergluft reinlassen. So einen kleinen Spalt. Ja, das passt, das passt. Oh, André Piotr, da müssen wir doch auch. Das war doch mal halten kurz, ne? Sehr bloß nicht an der Station, die ich gesagt habe, sondern das ist eigentlich in deiner Vorort gewesen.
der Station, die ich gemeint habe. Okay. Können wir ja langsam abbremsen. Hier also im grünen Bereich müssen wir anhalten. Er ist schon quasi in Sichtweite, also zumindest hier unten auf dieser Übersicht, wo man praktisch die Fahrstrecke sehen kann, die vor einem liegt, dass man rechtzeitig auf irgendwas reagieren kann. Dass man weiß, es kommt ein großes Gefälle, es kommt ein großes Stein, es kommt ein Tunnel. Oder eben die nächste Ortschaft, wo man auch anhalten muss. Oder langsam vorstellen. Wir tun hier mit 50 km rein. Da werden wir auf jeden Fall gut abbremsen können jetzt. Ja. Es ist sehr trocken. Dürfte kein Problem sein. Ja, wir fahren da ganz entspannt runter ohne große Kraftanstrengung. Weil es geht ja wie gesagt jetzt permanent bergab. Bis zu unserem heutigen Ziel Faido. Und das ist eine recht entspannende Geschichte. So. Bisschen zu weit. Ja, geht noch. Geht noch. Ja, ein klein wenig, also. Leute werden noch einsteigen können. Ja, das hoffe ich doch. So. So, jetzt können wir weiterfahren. Jetzt geht's weiter zur nächsten Station. Die Türen sind noch nicht geschlossen. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Okay, noch ein paar Sekunden. Jetzt geht's. Türen sind zu. Abfahrt. Schön die Drehgestelle. Sieht auch, das sind die sogenannte Jakobs-Drehgestelle, das heißt, ein Drehgestell verbindet zwei Wageneinheiten. Sehr schön. Ah, da ist ein Gegenzug. Gerade noch erwischt mit einer 460, die jetzt die uns geschiebt, den Berg hochschiebt sozusagen. Ja, Spitzenwetter. Echt genial. Ja, das dürfte ja eine ganz große Seltenheit sein, dass es das ganz ordentlich hat. Normalerweise bilden sich im Gebirge immer wieder Wolken. Auch bei allerschönstem Hochdruckwetter ist es immer noch leicht. Noch 11 Kilometer. Bis Faido? Ja. Also heute noch 11 Kilometer fahren wir bis zu unserem heutigen Ziel. Jetzt werden wir auch im nächsten Kilometer auch noch die Autobahnbrücke sehen können. Also auch die Südrampe des Gotthards ist eigentlich genauso spektakulär wie die Nordrampe jetzt bei Wassen. Finde ich eigentlich im Mittel ist genauso schön. Also es ist schon toll. So, schlemmen wir uns jetzt und
runter. Wir schlängeln uns runter. Da ist ein Fluss zu sehen. Ist aber in dem Fall natürlich nicht mehr die Voice, sondern hier haben wir es mit der Ticino zu tun. Der oder die Ticino fließt vom Gotthard südwärts Richtung Lago Maggiore und fließt dort weiter in die Po-Ebene. So, jetzt merke ich das Gefälle. Wieder sehr, sehr stark. Ja. Man merkt, glaube ich, ich bin sehr konzentriert. Ja, hier ist nochmal der Fluss zu sehen. Ortschaften. Doppelgleisige Hauptstrecke. Und irgendwo muss auch noch eine Autobahn sein. Vermutlich ist die gerade in einem Berg drin, das kann man so gerade nicht sehen. Auch dieses Tal ist ja sehr eng. Das heißt, entweder Eisenbahn oder Autobahn oder beides verschwinden immer wieder im Tunnel, sodass man nicht immer alles zu sehen hat. Wie heißt die Station? Rodi Fieso. Rodi Fieso? Okay. Auch eine kleine Durchfahrtsstation. Wunderschön. Da ist die alte Kantonstraße zu sehen. Die in Richtung Norden zum Gotthardpass führt. Die Autobahn mündet dann direkt auch in den Gotthardtunnel. Aber da sind wir auch gerade hergekommen. Ja. Geniale Strecken. Ja, auch diese Strecke hier im Süden ist geprägt von Kunstbauten. Jede Menge Brücken, jede Menge Tunnels. Also, da ist wirklich richtig was geboten hier. Jetzt sieht man auch die Autobahnbrücke. Rechts neben uns, jetzt hier links. Da oben. Genau, also die Autobahn ist hier etwas höher gelegen als der Schienenweg. Das ist jetzt kurz vor Faidung. So sieht es dort aus. Noch 4 Kilometer. Oh, anstrengend, die ganze Zeit irgendwie zu gucken, dass wir nicht so schnell sind. Ich sehe schon die ersten Stationen von Faido. Ja. Hier ist die Autobahnbrücke. Und da fährt jetzt der Zug quasi unten durch. Genau. Über uns ist die Autobahn. Ja. Die man so schwer erkennen kann. Na gut, die gab es ja früher noch nicht. Da gab es eigentlich nur die Kantonstraße und die doppelgleisige Eisenbahnstrecke. Die Autobahn hat man dann erst später dazu gebaut in das Tal. Also die kam als letztes quasi dazu. So, ihr seht da unten schon gerade unsere Endstation für diesen Film hier. Ja, wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir am Ziel für heute.
Ah ja, jetzt kommt dieser Halbtunnel. Da ist nur die halbe Strecke getunnelt sozusagen. Den anderen Teil hat man weggesprengt, um ein bisschen Geld zu sparen. Ein Tunnel bauen ist halt einfach auch sehr kostspielig. Und auch die Schweizer müssen gucken, dass es nicht zu teuer wird. Die haben Kein da, Land hat übermäßig Geld. die müssen natürlich auch schauen, dass sie nicht auch da zu viel Geld ausgeben. Also war schon teuer genug, die Gotthardstrecke. So, das sind die letzten Kilometer. Urfaido. Also auf jeden Fall lassen wir den Zug jetzt schon ausrollen. Obwohl er jetzt an Fahrt gewinnt eher, weil es noch bergab geht. Das wollen wir natürlich nicht. Und ich hoffe, die Größe der Cam hat heute gepasst. Wenn nicht, werden wir das noch am nächsten Film korrigieren. Natürlich. Oh, da müssen wir anhalten. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir abbremsen. Boah, mit 70 km/h da reinbrettern, ja, ich glaube, ich spinne. Musst du halt wieder vollbremsen. Du hast ja noch ein paar Meter. Ja, ich hab's jetzt. Also, dieser Bahnhof liegt auch in der Kurve. Wie viele Stationen hier? Ist auch dieser Bahnhof in einer leichten Kurve gebaut. So, jetzt müssen wir langsam zum Stehen kommen. Faido, wir haben das Ziel erreicht. Für heute. Klar, es geht weiter. Wir fahren jetzt dann beim nächsten Mal von hier weiter Richtung Berlin-Zona. Das wäre dann der letzte Abschnitt. So, mach mal hier wieder. Jetzt schalten wir gleich aus. Wunderschön. Perfekt angehalten, muss ich, würde ich sagen, jetzt mal. Gut gemacht. Sie haben das Ende dieses Schnellspiele-Szenarios erreicht. Danke. So. Abfahrt. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und möchtest du noch was sagen? Ja, bis zum nächsten Mal beim letzten Abschnitt. Viel Spaß und genau. Und noch einen schönen Tag. Schönen Ciao, Tag ciao. noch. Ciao.